ist er Butter, ist er Schwein. Ich hab aber zweimal Butter bestellt. Da ist mir wurscht, lass es da. Wie viel? 100.000. Für so ein paar depperte Ungarn. Du Hexe, ich mein, wollen wir es nicht, so wie die Leute sagen, wollen wir es nicht einmal offiziell machen? Weißt du? Was meinst du? Naja, hast du schon mal über das Heiraten nachgedacht? Ja. Und? Nein. Warum nicht? Ja, sagen hat noch lange nichts mit Liebe zu tun. Nein, sagen aber auch nicht. Gary, man kann auch ohne Alkohol lustig sein. Genauso wenig muss man heiraten. Kommst du nachher noch mit zu mir? Ein bisschen kuscheln? Und ich führe dich dann in den Nachtdienst? Ich weiß nicht, ich bin hundsmüd. Schade. Oder wir gehen ein bisschen shoppen? Und ich bring dich dann zur Arbeit? Von mir aus. Hanf und Salz eh nicht mehr aus. Alles, was man vergessen will, schreit im Traum um Hilfe. Wissen Sie das nicht? Ich will überhaupt nichts. Überhaupt nichts, was? Fehlen Ihnen die Worte? Das ist normal. Speziell bei frühkindlichen Erfahrungen. Ganz kleine Kinder haben ja auch noch keine Sprache, um ihre Gefühle in Worte zu fassen. Oder Erinnerungen. Wut ist übrigens auch eine Form der Trauer. Stuttgart kommt kein Jude rein. Das weißt du doch. Wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so wird Euer Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der man an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt. Ja, wenn du in Stuttgart bist, dann kann ich dir vielleicht helfen. Aber du kommst doch gar nicht durch die Sperre mit deinem Pass. Dann heb doch die Judensperre auf. Die Judensperre aufheben? Das kann ja nicht mal der Herzog. Der Herzog kriegt seinen Schmuck, aber nur, wenn ich ihn selber kann bringen. Gut, aber es pressiert.
Der Herzog braucht den Schmuck. Verlasst euch ganz auf Süß Oppenheimer, Euer Exzellenz. Lenny. Manchmal bin ich eifersüchtig. Auf die, die gehen können. Einfach alles machen können. Ohne nachdenken. Einigen geht es schlechter als mir. Sie tun mir aber nicht leid. Ich möchte einfach gesund sein. Ein normales Leben führen. Was ist das? Ein normales Leben? Ihr Leben ist ein besonderes Leben. Jedes Leben ist besonders. Gott hat die Vielfalt erschaffen. Jedes Leben ist anders, keins ist besser als das andere. Oder glauben Sie, dass nur weil einer gehen kann, er deshalb glücklicher ist?